Guten Tag, wir sind Geeks Live Luxemburg und wir stehen hier am Stand von Square Enix mit Kerstin. Hallo. So, Final Fantasy 15 kommt jetzt in Kürze raus. Wann wird es erscheinen? Am 30. September 2016. Für welche Konsolen wird es rauskommen? Für PS4 und für Xbox One. Was sind die Änderungen, wo gemacht wurden, verglichen mit den alten Teilen? Also es ist eine komplett neue Engine, es ist die Luminous Engine. Es gibt jetzt viel mehr, also es gibt ein neues Öko- und Wettersystem. Wir haben jetzt Tag- und Nachtrhythmen, wir haben Regen, Sonnenschein und so weiter. Je nach Wetterlage ändern sich zum Beispiel die Monster. Im Regen kann man sich zum Beispiel mehr verstecken vor Monstern und so weiter. Verglichen mit dem letzten Teil, wo rausgekommen ist auf der PlayStation 3, wie weit ist es ein Open-World-Game? Es ist wesentlich offener als früher. Vorher war es eher so linear, was auch öfters mal ankritisiert wurde. Jetzt ist eine richtige Sandbox-Welt. Du kannst selbst entscheiden, wo du hingehst, wann du hingehst. Es gibt sehr viele Sidequests, die man machen kann, aber nicht machen muss. Man ist ja mit dem Auto unterwegs, ist wie eine Art Roadtrip und kann dann halt auch selber entscheiden, wo es hingeht, was man erkunden will, ob man eher so nur die Haupthandlung spielt oder ob man halt viel tiefer eintauchen möchte. Was können Sie uns über die Story erzählen? Also es geht um den Kronprinz Noctis, der kommt aus dem Königreich Lucis und das wird von einem benachbarten riesigen Militärimperium namens Niflheim überfallen. Und er ist gerade auf der Reise zu seiner Verlobten Luna, die kommt aus dem benachbarten Reich. Und ihre Hochzeit soll sozusagen ein Friedensabkommen zwischen seinem Königreich und diesem Militärimperium schließen, um einen langwierigen Krieg sozusagen zu beenden. Und während er auf diesem Weg zu seiner Verlobten ist, wird sein Königreich allerdings von diesem Niflheim-Imperium überfallen und eingenommen. Also sozusagen haben sie dieses Friedensabkommen genutzt, um die Stadt einzunehmen und Noctis Vater, König Regis, befindet sich auch noch in dieser Hauptstadt des Königreichs und stirbt sozusagen, während sein Sohn unterwegs ist. Und während er auf der Reise ist, erreichen ihn dann die Neuigkeiten, dass sein Königreich gefallen ist, dass sein Vater tot ist. Er glaubt auch seine Verlobte für tot und steht jetzt erstmal da und sagt, was ist jetzt hier passiert, was soll ich machen? Ich stehe plötzlich ganz allein da, mein ganzes Königreich ist eingenommen, mein Geburtsrecht, mein Thron wurde mir weggenommen. Und er macht sich jetzt sozusagen mit seinen drei Gefährten auf die Reise. Das ist sozusagen ein epischer Roadtrip in ihrem Regalia. Das ist so eine Art Batmobil, was auch fliegen kann. Und die reisen dann durchs Land, suchen Verbündete und versuchen irgendwie genug Macht anzusammeln, um sich gegen dieses riesige Militärimperium zu stellen und diesen Thron wieder zurückzuerobern. Und neben dieser Hauptstory gibt es dann noch den CGI-Film Kingsglaive, der erscheint von Sony Pictures. Und da wird dann auch noch die Story erzählt, wie dieses Königreich Lucis überhaupt eingenommen wird von diesem Militärimperium Niflheim. Da sieht man dann sozusagen diesen Kampf. Und der Name Kingsglaive führt zurück auf die königliche Garde der Kingsglaive, die sozusagen sich als letzte Instanz gegen das Imperium stellt und versucht, irgendwie noch dieses Königreich zu retten. Und dann gibt es noch eine Anime-Serie namens Brotherhood, die erscheint jetzt auch schon auf YouTube. Und in dieser Anime-Serie wird im Grunde diese Freundschaft von den vier Hauptprotagonisten aus dem Spiel näher beleuchtet. Das heißt, während ihrer Kindheit, wie haben sie sich kennengelernt, wie stehen sie eigentlich zueinander. Das heißt, wenn man die Anime-Serie schaut, hat man dann nochmal ein bisschen mehr Einblick in die Hauptcharaktere im Spiel. Also es ist ein riesengroßes Universum mit vielen Zusatzinfos. Man muss nicht alles geschaut haben, um das Spiel zu verstehen. Aber es ist halt schön, wenn man noch Hintergrundwissen hat und sozusagen dann noch tiefer in der Materie drinsteckt. Der Stand hier, den Sie auf der Animagic haben, was präsentieren Sie alles hier für die Leute? Wir haben diesmal zwei verschiedene Demos. Zum einen die Platinum-Demo, die ist schon seit Ende März kostenlos im Xbox Live Store und im PS Store zum Download erhältlich. Das ist so eine Art Tech-Demo, da kann man sehen, wie dieses neue Ökosystem, diese Wetterwechsel und so weiter funktionieren. Man sieht das neue Kampfsystem, kann den neuen Engine ausprobieren. Von der Story her hängt es allerdings nicht mit dem Hauptspiel zusammen. Es ist nur so eine Art, man sieht sozusagen den Hauptcharakter Noctis als Kind und taucht in seine Traumwelt ein und erlebt mit ihm und so einem kleinen magischen Wesen namens Karbunkel oder im Deutschen Karfunkel, erlebt man diese Welt. Und selbst zur Handlung gehört es allerdings nicht. Und dann haben wir noch die neue Demo Titan. Die wurde erstmals auf der E3 vorgestellt. Und das ist tatsächlich aus dem Hauptspiel ein kleiner Part. In diesem Part kämpft man gegen eine riesige Bestie namens Titan. Und sie ist natürlich viel zu gewaltig. Man kann sie nicht besiegen, aber man kann immerhin zeigen, wie stark man ist und gegen sie kämpfen, um sozusagen zu beweisen, dass man
es wert ist, sich seiner Kräfte zu bemächtigen. Also dass man sozusagen später auf die Kräfte von diesem Titan zurückgreifen kann. Genau, und in dieser Demo sieht man natürlich dann auch das neue Kampfsystem und die Engine und kriegt nochmal einen kleinen Einblick. Okay, danke. Dani Magic selbst, hattest du eine Chance, da herumzugehen? Ein bisschen, ja. Also ich bin schon ein bisschen rumgeschlendert, aber wir haben ehrlich gesagt sogar noch Richtung Festsaal noch weitere Produkte ausgestellt an einigen IDU Gaming Pods. Und zwar World of Final Fantasy und Dragon Quest Builders. Die erscheinen auch noch dieses Jahr. Die kann man dort auch noch anspielen. Und dann bin ich manchmal in die Richtung unterwegs. Aber sehr viel habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann bedanke ich mich herzlich dafür. Ich wünsche auch noch eine schöne Animagic. Vielen Dank. Fuck it, I'm in 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 it,